So, jetzt sind wir beim Franz Josef Glacier, und machen jetzt so einen kleinen Easy Walk. Und wir haben für morgen einen Helikopterflug gebucht, wo wir auf dem Gletscher landen werden und dann da 10 Minuten eine Schneeballschlacht machen. Also ich war vor 5 Jahren schon mal hier und da war der Gletscher noch deutlich größer, was natürlich klar ist, aber Anna hat auch noch eine Erklärung dazu als Gletscherexpertin. Ja, also generell schmilzt der Gletscher 70 cm pro Tag, was schon ziemlich viel ist. Und 2019 war hier wohl ein ziemlich schlechtes Jahr, das war kurz nachdem Tim da war, ist halt hier der ganze Weg weggeflutet worden und deswegen kann man jetzt auch nur noch bis hier gehen und nicht mehr bis da hinten. Und 2019 kam auch irgendwie von Australien, vom Buschfeuer oder so, irgendwelche Asche rübergeweht, die dann sich so auf den Gletscher so raufgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwo da drauf ist, wahrscheinlich nicht. Aber dadurch wurde er halt dunkler und war nicht mehr weiß. Und dadurch hat er die Sonne nicht mehr so reflektiert, sondern hat sie halt mehr angezogen. Und dann ist er natürlich in diesem Jahr oder kurz danach noch besonders schnell weggeschmolzen, weil er halt dunkel war und nicht mehr so hell. Leider wird es bald nicht mehr da sein, dieses Wunder der Natur. So, 1908 war der Glacier hier. Und jetzt ist er halt da ganz hinten, da oben. So, jetzt geht es gleich für uns auf den Helikopterflug und dann nehmen wir euch mal mit.
Das da hinten ist der Fox Glacier. Jetzt laufen wir nochmal beim Lake Madison, um einen Blick auf den Fox Glacier zu Fox Glacier oder Mount Cook auf der Spiegelung. Nicht auf den Glacier, sondern auf die anderen Berge.